So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind wieder mal beim Ramses Kitchen Account. Ich habe ja nur den einen. Wir sind jetzt gerade bei Level 33, 267.000 von 1 Million. Wenn wir den Trick wieder machen mit dem Ei und wieder 40 Geschenke öffnen, kriegen wir ja nochmal 800.000 dazu. Dann müssten wir jetzt noch auf Level 34 kommen. Und weil viele Leute einfach so ewig warten mussten, möchte ich wirklich, dass alle, die dabei helfen, gezeigt werden, dass die Namen gesehen werden, wie eben die Aufstiege beim C-Day. Dazwischen werde ich auch ein bisschen was entwickeln. Ich hole mir jetzt hier schon mal ein Glücksei raus. Wenn es 3/4 ist, werde ich das Glücksei zünden, werde die nächsten Levelaufstiege alle machen und jetzt ist es genau 3/4, okay, wir zünden mal hier, ich schneide das aber zusammen, wenn die dann angezeigt werden, blende ich es ein und das, was ich jetzt öffne, schneide ich raus, damit das Video nicht so extrem lange geht. So, wir sind durch, 20 Stück geöffnet, ihr müsstet jetzt sehen, wie sich das dann alles füllt. Alex, super Freunde, sehr schön, den nehmen wir mit. Berli, auch super Freunde, Berli 2019. Dann haben wir Bambi 320, Bourbon 1, Bourbon, ist ja fast wie Bonbon. der Katzuf auch dabei als super Freunde, nochmal 20.000. Der Daniel, Alter, nochmal 20.000 dabei. Dreck, wie auch immer, auch dabei. Judy Firefly, auch dabei. Erigotit, auch dabei. Fegefeuer 2014, nehmen wir auch mit. Ihr seht, das steigt immer weiter. Ferdiking 132. Wir können, glaube ich, dann noch ein paar Aufgaben abholen. Gipfelkuh. Momentan muss ich ja Evoli entwickeln. Homas, aber leider tagsüber, sonst hätte ich das jetzt auch noch mitmachen können und das Kapitel abschließen. Happy Skull 30, auch dabei. Wir sind jetzt schon bei der Hälfte. ILDLU, NDBVB und BVB. Jannis, auch dabei, auch super Freunde. Jestem Hardcorem. Das sind Namen dabei, die habe ich noch nie gesehen, aber wir sind schon super Freunde. Ich bitte dich, Julian 15, ich glaube manche ändern auch ihren Namen zwischendurch mal. Julchen Feichen. Bisafan TV hat sich ja jetzt auch umgenannt zu Danny Glaubt oder so. Julio Vitor nehmen wir auch noch mit. Müsste jetzt fast, glaube ich, der letzte sogar gewesen sein. Wir gucken mal kurz hier rein. Da können wir nämlich noch was mitnehmen. Hier nochmal 5.000. Hier auch 5.000. Also das ist schon zusammengerechnet. Jetzt können wir noch ein bisschen entwickeln. Dadurch gehe ich natürlich wieder hier rein, gebe entwickeln ein und wir nutzen die Chance, die Zeit, bis 12, bis es dann vibriert. Entwickeln einfach mal alles durch, was jetzt hier noch auf der Hand ist. Heute ist dann auch, glaube ich, der 13., sprich das Kampf-Event, wenn man es so nennen will. Das PvP-Event startet auch. Ihr werdet also wieder verschiedene Raid-Bosse vorfinden. Und Shiny Praktibalk wird eingeführt, was ihr auch raiden könnt. Da werde ich natürlich mich auf die Suche machen, mit den kleinen Accounts dann immer Praktibalk-Raids machen. Mit den großen Accounts vielleicht die Fünfer. Das Komische ist, Cresselia und Registeel sind ja jetzt dann schon wieder weg. Ich habe von jedem eins mitgenommen für den Account, glaube ich. Hat sich also gelohnt. Jetzt kommt natürlich Giratina zurück. Mal gucken, vielleicht kriegt man da einen Shiny für den Account. Und ansonsten geht es natürlich ans Praktibalk jagen. Was sind eure Ziele so für das Raid-Wochenende? Werdet ihr Giratina-Raids machen bis zum Umfallen? Habt ihr schon Shiny-Giratina oder braucht ihr das noch? Ich brauche es eigentlich nicht mehr. Ich würde mich, wie gesagt, eher auf Praktibalk konzentrieren. Mit den kleinen Accounts, wo viele Pässe drauf sind, hier trotzdem den täglichen Pass immer für Giratina machen, wegen den Erfahrungspunkten eben, das nimmt man ja trotzdem mit. Hier müssten wir jetzt ein, nee, kein neuer Pokédex-Eintrag. Egal, wir entwickeln jetzt ein bisschen weiter, wir gucken dann, wie wir Level 34 werden, müssten wir ja schaffen. 10 Minuten habe ich jetzt ungefähr, wo ich noch entwickeln kann und dann machen wir die nächsten 20 Geschenke auf. So, jetzt ist es genau um 12, draußen bimmeln schon wieder die Glocken. Und wir machen das gleiche Spielchen, was wir letztens schon gemacht haben. Erstmal gehen wir zurück, 24.000, okay.
Wir geben jetzt nochmal Evoli ein. Sortieren das mal. Das ist ja schon nach WP sortiert. Wir entwickeln jetzt mal noch ein paar Evolis. Eins lassen wir Tag. Genau. Eins wollen wir ja zu Psyana machen. Eins wollen wir zu Nachtara machen. Dann nehmen wir die zwei höchsten. Ich werde trotzdem mal jetzt noch ein paar Evoli entwickeln und einfach mal gucken, wie lange es dauert, bis wir alle drei Formen bekommen. Also Aquana, Flamara und Blitzer. Und ob auch wieder so oft Blitzer rauskommt. Da ist auf jeden Fall schon das erste Blitzer. Ich muss nur aufpassen, dass ich noch ein paar übrig lasse, damit ich dann die Psyana und Nachtara Entwicklung noch machen kann. 50 reichen da ja aus. Alles andere wird jetzt entwickelt. Ein Blitzer haben wir, wie gesagt, schon. Da könnte ich dann auch mal aussortieren. Ein Flamara hinterher, jetzt nur noch Aquana. Dann sind wir doch auf jeden Fall gut dabei. So, das 800er zum Aquana. Ich bin gespannt. Dann haben wir noch 15 Minuten Zeit, dann werden wir die anderen 20 Geschenke noch aufmachen, die nächsten aufsteigen lassen und dann müssten wir auch Level 34 erreicht haben. Ich weiß, vielleicht ist das auch ein bisschen langweilig für manche, aber ich will einfach viel von dem Account jetzt zeigen, solange wie ich den habe. Alternativ hätte ich auch einfach ein Infovideo machen können und sagen können, gut, hier neue Spezialforschung kommt und ihr könnt Genesekt bekommen mit Ticket, wie bei der kolossalen Entdeckung mit Regigigas, ist ja im Endeffekt dann so ähnlich, kommen dann ja auch in X-Rates, ihr könnt es aber jetzt vorher schon bekommen und da ist sogar das Aquana sehr passend, denn jetzt habe ich nur noch 65 Bonbons gehabt, sprich, es hätte gar nicht mehr eine weitere Entwicklung geben können. Ich mache jetzt die nächsten 20 Geschenke auf, melde mich dann zurück, ihr seht, geht nie in Pokémon mit WLAN von Kabel Deutschland. Ihr habt nur Probleme damit. Macht das lieber so Entwicklungssessions oder alles mit Datenvolumen. Dann läuft das auf jeden Fall flüssiger. Ich mache jetzt noch 20 Geschenke auf. Melde mich dann auf jeden Fall gleich zurück. Ah, egal. Erstmal 20 Geschenke suchen. Es hängt halt alles. So, die nächsten 20 sind geöffnet. Die Namen fliegen wieder ein. Hoffe ich. Es darf nur oben nichts anderes stehen. 3131, 981, Superfreunde. 7 Meter Brett, auch Superfreunde. Was für Namen. Antagelb, Superfreunde, wieder 20.000. Bierbenny 30, Grüße gehen raus. Ich hoffe, der ist jetzt nicht böse. Blashy Whitey, auch 20.000. Kami 64, 20.000. Driftlon 20.000 mit einem coolen Buddy, wo immer Ramses 1250 dran steht, also immer meine Flarestorm 5 Superfreunde, immer meine Abonnentenzahl, da ungefähr, da übrigens auch. Gian Udesk, Hoffi 6666, kennt man ja auch. Ich 1979,8. Sollte bestimmt was anderes heißen. John Tirton, WWE. Ich weiß immer noch nicht, wer John Tirton ist. Julian WNS. Die sind alle immer auch alphabetisch, wer sich da wundert. Juretz, auch dabei. Wir kommen wieder nicht zum Landei. Kellerkind 1990 und zu Steinzeug, zur Sabrina, kommen wir leider auch nicht. Jetzt aber der Levelaufstieg. Level 34, Top-Dränge, Top-Beleber, Himbeeren, kann ich eigentlich alles weghauen. Ist da noch jemand da? Kommt da noch jemand? Kalsari 2310, genauso wie Kalsari Ken, müsste jetzt als nächstes kommen, genau. Nochmal 20.000, kann Shiny sein, auch dabei. Und da sind wir schon bei K, bei L wäre dann Landei, der Stefan Landei gekommen. Kev Ludo, auch Superfreunde, auch nochmal 20.000. Kippen 18NK, Superfreunde, auch 20.000. Das waren jetzt, glaube ich, alle. Ich gehe noch mal rein. Ich entwickle noch ein bisschen. So, wir gehen mal wieder runter, fangen von unten an, brüten das hier alles weg. Ach, entwickeln das alles weg. Wie gesagt, ich hätte auch eine Infofolge machen können, aber eigentlich wisst ihr ja selber, was abgeht. Ihr seht es ja auch. Habt ihr schön Cresselia Raids gemacht? Habt ihr Registeel Raids gemacht? Schreibt es noch mal rein und geht ihr morgen los? Macht ihr dann auch die
Also ich sag morgen, bei euch ist dann heute, wenn ihr das seht. Geht ihr los, macht ihr ein paar Giratina-Raids. Ich werde mal sehen, wenn der Prime und der Crazy O da sind, dass ich mit denen auch mal einen Raid mache, die ins Video packt. Crazy O spielt ja eigentlich Pokémon, hat ja auch einen guten Account, denke ich mal. Prime hat gar keinen Bezug zu Pokémon. Dem werde ich wahrscheinlich einen Account von mir in die Hand geben und sagen, komm, wir machen jetzt mal einen Fünfer. Ich freue mich auf jeden Fall. Die kommen heute Abend, also am Freitagabend bis voraussichtlich Dienstag. Und ja, das heißt, sie müssen auch den Sea Day mit Abra mitmachen. Da bin ich erst recht gespannt. Mal gucken, ob Crazy O wieder vom Pokémon-Fieber gepackt ist und dann mehr Bock hat, weil bei ihm selber geht immer nichts, sagt er. Wir sind gespannt, wie es wird mit den zwei Chaoten. Eskad ist, glaube ich, auch erst dabei, aber dann nicht mehr beim Sea Day. Da musste der schon weiter, aber der kommt dann wieder. Ich rede schon wieder zu viel. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei den nächsten 40 Geschenken ist dann noch endlich die Sabrina dabei. Da ist auch endlich der Stefan Landei dabei. Und wenn keine Superfreunde mehr da sind, kann ich die normalen auch wieder aufmachen. Und es sind noch so viele EP zu holen. Wenn ich einfach mehr Geschenke öffnen könnte. Ja, aber wir können doch auch Geschenke öffnen. Nee, aber dann weiß ich ja nicht, wann, wie und wo und was. Ich mache das einfach so. Bitte Geduld haben. Seid nicht böse, wenn es ein bisschen dauert. Das war's trotzdem jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.